inspiriert ist unsere Geschichte eigentlich nur von dem Fakt, dass ein Jugendlicher aus seinem Kinderzimmer Drogen verkauft. Das ist eigentlich alles und alles, was darum passiert, ist Fiktion und ausgedacht. Die Produktionsfirma hat auch gesagt, dass wenn sie die reale Geschichte von Maximilian S. verfilmen würden, dann würden sie es nicht verfilmen, weil es so langweilig wäre wahrscheinlich, weil nicht so viel passiert ist. Er hat halt aus seinem Kinderzimmer Drogen verkauft und ist nie rausgegangen und hat das alles von zu Hause abgewickelt. Also was als erstes mir in den Kopf kam, war Jesse Eisenberg von The Social Network, als ich die Bücher gelesen habe. Und fand es aber schwierig, eine ganze Serie einem Charakter zu folgen, der so unempathisch ist und so kühl und so zielstrebig. Und habe dann überlegt oder versucht, viel auch von meiner eigenen Empathie oder von meiner eigenen Merkwürdigkeiten oder Körperlichkeiten, wenn ich irgendwas komisch finde oder so, mit reinzubringen in die Rolle und irgendwie da noch so ein bisschen Humor oder so diesen Humor, den ja auch die Serie hat, so unangenehme Situationen, die irgendwie auszuspielen. Ich glaube, dieser unerschütterliche Wille und dieses ein bisschen Verrückte in den Augen, wenn er eine Idee hat, dann setzt er das durch und er würde auch über, ich weiß nicht, ob er über Leichen gehen würde, ne? Das kann man noch sehen, wenn man die Serie weiterguckt, ob es Leichen geben wird, aber ja, der ist da sehr zielstrebig und hat schon sowas Verrücktes. Anstatt mal durchzuatmen und zu reflektieren, was er gerade gemacht hat, zieht er einfach Sachen durch und baut ziemlichen Mist noch in den weiteren Folgen. Es ist sehr einfach, im Internet Drogen zu verkaufen. Die Produzenten sagen immer, es ist einfacher, im Internet Drogen zu verkaufen, als eine gute Serie zu machen. Tatsächlich hat das mehr Herausforderungen und mehr Anstrengungen, als Drogen im Internet zu verkaufen. Und es ist verdammt einfach. Und deshalb finde ich es wichtig, darüber aufzuklären, über Drogen. Und in der Schule darüber zu sprechen und nicht das zu tabuisieren und denken, wenn die Jugendlichen nichts davon hören, dann tun sie das auch nicht, weil sie Angst davor haben. Ganz im Gegenteil, die wollen dann mehr ausprobieren. Und wenn sie wissen, was sie nehmen und was für Risiken das beinhalten kann, dann ist es, glaube ich, einfacher und sinnvoller für uns. Vor allem, weil die ganze Serie aus einem Interview erzählt wird, was 2 Jahre später stattfindet. Und Moritz so ein bisschen erzählt von damals und das so die Geschichte ist. Und deshalb manchmal Moritz irgendwie rausbricht aus der Geschichte, weil er zurückkehrt in das 2 Jahre später alte Moritz-Dasein. Ich bin tatsächlich viel online, viel auf Instagram, weil ich selber mich viel mit Fotografie beschäftige und dafür benutze ich vor allem Instagram, Fotografen und Fotografinnen mir anzugucken und deren Sachen und mich davon inspirieren zu lassen und dann eigene Werke danach zu produzieren. Ich spiele Theater ganz viel und bin auch dramaturgische Assistenz am Thalia Theater in Hamburg für eine Jugendgruppe und studiere an der Kunsthochschule Film. Meine Lieblingsserien sind The OA auf Netflix. Die habe ich durchgesuchtet. Also finde ich super. Die erste und die zweite Staffel. Lieblingsfilme. So ganz klassisches Tribute von Panem fand ich ziemlich cool. Ich mochte auch die Bücher und fand irgendwie, dass sie es gut umgesetzt haben. Und sonst Xavier Dolan finde ich richtig toll. Ist ein französischer Filmemacher. Seine Filme alle. Weiß nicht, ich finde Jennifer Lawrence toll. Ich finde Sefta Lisa toll, eine Sängerin, die ist irgendwie cool. Ich habe vor allem weibliche Vorbilder irgendwie. Ich finde schwierig, oft männliche Vorbilder zu finden und hätte gern noch mehr männliche Vorbilder in Filmen und in Serien und habe irgendwie eigentlich hauptsächlich Frauen als Vorbilder irgendwie.